Moin und herzlich willkommen zu diesem Kapitel für mich. Ich grüße die Damen und Herren der gepflegten Unterhaltung und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch endlich mal wieder ein paar Alben vorstellen und empfehlen möchte. Das habe ich in den letzten Jahren öfter mal gemacht und das Ganze möchte ich auch dieses Jahr gerne fortsetzen, aber eher so quartalsweise. Wird mal ein Video von mir kommen, in dem ich euch so ein paar CDs vorstelle, die mal bei mir wieder im CD-Player gelandet sind und die ich für gut befunden habe. Und genau das wird das erste in diesem Jahr sein und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Beginnen wir direkt mit einem Album, was mir persönlich auch sehr am Herzen gelegen hat. Denn ich habe mit dem Künstler, genauer gesagt dem Wieland, bei der Entstehung des Albums sehr mitgefiebert. Ja, es geht hier um das Album Urgewalt von Nebelhorn. Ja, es ist das vierte Studioalbum und es hat ganze 11 Jahre gedauert, ehe das Album erschienen ist. Denn das Ganze ist independent veröffentlicht, also labelunabhängig und ja, durch Crowdfunding finanziert, was alles gar nicht so einfach ist. Und umso mehr freue ich mich halt jetzt sagen zu können, dass das Album endlich da ist und auch wirklich gut geworden ist. Das Ganze ist wirklich guter Viking-Metal und beschäftigt sich so ein bisschen mit der nordischen Mythologie. Ab und zu vermag man auch so ein paar Einflüsse vom Black Metal oder vom Folk zu hören, ja, aber das schließt alles auf eine sehr hohe Abwechslung auf dem Album. Wie eben schon erwähnt, das Album ist wirklich abwechslungsreich, ja, und da hat es wirklich einen großen Sprung getan, finde ich persönlich, zu den letzten Alben. Und was mich ja persönlich sehr gefreut hat, dass auch viele melodiöse Passagen Einzug gehalten haben und es auch instrumentale Passagen gibt mit Folk-Instrument, mit einer Flöte und so weiter, die alle sehr schön arrangiert sind. Das hat mir sehr gut gefallen. An sich ein wirklich schönes Album mit wirklich guten Texten. Lest sie euch mal durch. Macht wirklich Spaß, da auch ein bisschen was hinein zu interpretieren und natürlich die Musik zu hören, die wie gesagt sehr abwechslungsreich ist und auch das Orchestral im Hintergrund wirklich sehr gut gelungen ist. Kommen wir zur nächsten Band, nämlich Hamferö oder Hamferö. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr wisst, ich habe immer so meine Ausspracheschwierigkeiten bei den Namen der Bands, vor allem wenn die nicht aus dem Englischen oder Deutschen kommen. Mann, Mann, Mann. Ja, als ich die Jungs entdeckt habe, habe ich endgültig gedacht, ich werde depressiv. Ja. Also ich bin ja eigentlich nicht so der Doom-Typ, aber hier steckt auch jede Menge Black Metal so mit drin und es ist auch eigentlich ein schnellerer Doom, sage ich mal. Und es ist wirklich eine verdammt düstere, bedrängende, ekelhaft gruselige Stimmung, die diese Musik vermittelt. Aber das Schöne ist, ihr kennt mich. Ja? Es gibt leichte Anzeichen von Melodien. Ja? Und das gefällt mir natürlich immer besonders gut. Aber nichtsdestotrotz wird diese drückende Atmosphäre nicht unterbrochen. Und diese Band, die spielt einfach so perfekt mit dieser Stille und den Pausen, ja, dass es wirklich ein beklommenes Gefühl erweckt und die Düsternis über dich hineinbricht. Es ist einfach der Wahnsinn, ja, also für wen das was ist, ja, vor allem für kalte Wintermonate. Hört es euch einfach mal an, es ist wirklich ein großartiges Album. Kommen wir zur nächsten Band, genauer gesagt Mist of Misery mit dem Album Fields of Isolation. Wahnsinnsalbum mit dem Anspruch, vielleicht unter die Top 10 des Jahres zu kommen. Es ist wirklich schöner Symphonic, na, Schrägstrich, Atmospheric Black Metal aus Schweden. Und um was geht's? Um was geht's? Natürlich wieder um Melancholie und Depression. Und ja, wenn man gerade eine schwierige Zeit durchmacht, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere da schon mal ein paar Tränchen verdrücken muss. Denn diese Musik hat den Anspruch anscheinend die Tränendrüsen der Hörer anzuregen. Diese Stimmung, die diese Platte an sich vermittelt, ist einfach der Hammer. Das ist so ein Album, was ich mir anhören würde, wenn ich einfach mal raus will. Einfach mal abschalten. Wenn man das hört, merkt man so ein bisschen, hat man so dieses Gefühl, wie der Wind durch die Blätter streicht und es anfängt zu regnen und die Tropfen auf die Blätter prasseln. Es gibt wunderbare instrumentale Passagen, die wunderbar durch Melodien gestaltet sind und dann setzt so ein wunderschön ekelhaftes Geschrei ein, was einen da wieder herauszieht, aber trotzdem nicht komplett fallen lässt. Das Album ist an sich einfach so perfekt gestaltet, ich mag es gar nicht in Worte zu fassen, ja. Und die Gitarren an sich, die wunderbar harmonisch auch im Einklang sind und auch harmonisch mit den anderen Instrumenten, wie gesagt, mit diesem Klavier auch harmonieren, einfach wunderbar, für wen das was ist. Hört euch mal rein, hört es euch mal an, ja, ich
verlinke das unten auch alles und wie gesagt, hört einfach mal rein. Es könnte wirklich was für den einen oder anderen sein. Und lasst euch nicht von dem Begriff Atmospheric Black Metal abschrecken. Das ist nicht so ein Atmospheric Black Metal, wo du halt 2 Minuten nichts hörst, außer 2 Akkorde, so, die sich abwechseln. Nee, das ist wirklich sehr abwechslungsreich und auch komprimiert. Also es ist wirklich gut gemacht, ne? Das ist nicht langweilig oder so. Ja, und kommen wir jetzt zu einer Band, wo es mir auch persönlich wieder mal ein großes Anliegen ist, sie zu erwähnen. Denn der Drummer ist ein sehr guter Freund von mir, so möchte ich das doch zumindest bezeichnen. Ja, wir sind zur Schule gegangen und haben auch jetzt noch regen Kontakt, würde ich mal behaupten. Es geht nämlich um Kankar, Elemental Fury. Tja, die Jungs haben sich 2016 gegründet und haben dieses Jahr ihr Debütalbum veröffentlicht. Und da sehe ich es doch als meine Pflicht, dieses zu erwähnen und ein wenig in die Öffentlichkeit hinauszutragen. Es handelt sich hierbei um Melodic Black Metal, ja, mit so einem Grundgedanken des Nihilismus und so ein bisschen Naturverbundenheit, so als textliche Grundlage. Ja, das ist gut gemachter Black Metal, schön handgemacht und natürlich auch wieder independent, ja, selbstfinanziert. Und wenn man noch Auszubildender ist und so weiter, das ist alles sehr schwierig zu finanzieren, das werden vielleicht einige von euch wissen. Und umso schöner ist es doch, dass es Leute gibt, die das noch auf die Beine stellen, ja. Das macht man ja zum größten Teil aus Herzblut und das merkt man hier auch. Deswegen hört da mal rein. Es ist wirklich schöner, düsterer, melodischer Black Metal. Geht gut voran. Die Stimme, der Gesang ist großartig, ja. Hört es euch mal an, schaut mal rein. Ich verlinke euch das da unten. Geht gleich zu Bandcamp. Die CD ist auch letzte Woche rausgekommen oder diese Woche, gestern. Ich weiß noch nicht, wann ich das Video hochlade. Je nachdem. Auf jeden Fall ist es schon draußen. Ihr könnt sie bestellen. Tut es. Tut den Jungs den Gefallen. Wenn es euch gefällt, macht es. Und kommen wir zur letzten Band. Ja, jetzt kommt's wieder bei mir, ne? Die obligatorische Melodic Death Metal Band, nämlich Ocean of Grief. Mit dem Album Night Falls Lament. Sowas in die Richtung. Jetzt habe ich ja schon beim Englisch Probleme. Tja, wo kommen sie her? Wo kommt Melodic Death Metal her? Diesmal nicht aus Skandinavien, nein, aus Griechenland und genauer aus Athen. Es ist sehr melodiös, ja, aber nicht zu vergleichen, finde ich, mit Insomnium und Countless Skies, die da doch noch ein bisschen mehr in die Melodien hineingehen. Es ist trotzdem sehr düster und rau, ja. Das wiederum, finde ich, kommt aber eher davon, dass es doch schon sehr langsamer Melodic Death Metal ist, ja. Es ist schon fast Doom-ähnlich. Aber lasst euch, wie gesagt, nicht abschrecken, denn das ist doch mehr Melodic Death Metal, aber sehr langsam. Ja, wirklich auch an manchen Passagen ein bisschen schleppend. Nicht schleppend im Sinne von langweilig, sondern langsam. Es ist wirklich, wie schon erwähnt, schön melodiös, aber richtig schönes Gecrowle mittendrin, ja. Für wen sowas was ist, dem empfehle ich das. Ich würde es vielleicht schon vergleichen mit Omnium Gatherum. Ja, also mit denen könnte das vom Stil ungefähr übereinstimmen. Wem Omnium Gatherum gefällt, dem könnte also auch Ocean Grief gefallen. Tja, meine Lieben, das soll es auch schon wieder mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch haben diese 5 Alben gefallen, die ich euch hier empfohlen habe. Hört, wie gesagt, mal rein. Kann natürlich nicht alles für jeden was sein, ne? Aber ich möchte doch auch so ein paar Bands ein bisschen fördern. Ja, nicht, dass ich mir das herausnehme, dass ich Bands so großartig fördern kann mit meiner Reichweite, aber der Versuch ist es doch wert. Ne? Also hört mal rein, ich verlinke euch das alles unten. Ich habe auch ein paar Amazon-Links drin, das sind natürlich Affiliate-Links, nicht, dass ich mir die Taschen hier bereichern will, aber wenn die Tankfüllung fürs nächste Festival drin ist, gefällt mir das auch schon mal. Ja, nichtsdestotrotz sage ich danke fürs Zuschauen, gebt doch gerne eine positive Bewertung, falls ihr es noch nicht getan habt und meine anderen Videos euch gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis später. Ciao. Ach so, ich bin dann übrigens auf dem Skaldenfest. Also, wenn ich da antreffe, lass doch mal ein Bierchen trinken. Vielleicht kann ich auch gar keins trinken, weil ich fahre. Werden wir sehen. Aber quatschen können wir trotzdem.